Erneut fand eine Baumpflanzaktion des Forstbetriebs Süd von Sachsen-Anhalt statt. Dabei kamen rund 70 Interessierte am 19. Oktober zu den sogenannten Pferdeköpfen zwischen Wippra und Grillenberg, um junge Bäume zu pflanzen. Die Jüngsten sollten dies tun, mit Unterstützung von ihren Eltern oder Großeltern. Doch bevor es in den Wald ging, begrüßte Forstbetriebsleiter Holger Koth die Anwesenden. Wir freuen uns sehr, dass auch dieses Mal wieder so eine reichhaltige Beteiligung ist. Wir machen es an zwei Stellen, einmal hier und einmal in Rothenschirmbach. Ich glaube, an beiden Stellen so um die 70 Leute. Richtig. 70 Eltern, Omas und Opas, die mit ihren Kindern, mit ihren Enkeln heute einen Baum pflanzen wollen. Und das ist für uns Förster auch immer ein ganz tolles Erlebnis. Gerade in heute schwierigen Zeiten für den Wald. Aber auch sonst so herum ist die Welt nicht die beste. Und da sind dann solche Ereignisse wie Bäume pflanzen, kleine Kinder im Wald haben, lustige Menschen um sich herumwuseln sehen, immer ein freudiges Erlebnis. Ja, wir standen hier im April, da regnet es noch oder schneite es sogar. Es war eigentlich eine geschlossene Schneedecke, als ihre Vorgänger hier kleine Bäumchen gepflanzt haben. Da waren wir Förster noch guter Hoffnung, dass es nicht so ein Katastrophenjahr wird wie 2018, dass Trockenheit und Hitze uns nicht wieder erweilen. Ja, aber wir haben uns getäuscht. Auch 2019 war viel zu warm und zu trocken vor allen Dingen. Der Wald hat furchtbar gelitten. Sie sehen das überall an den Wegen entlang. Und wenn man zum Pilze sammeln läuft, Sie sehen die Schilder, die wir aufgestellt haben, die vor zusammenstürzenden Bäumen waren. Und der Wald ist an vielen Stellen krank. An mancher Stelle sind die Bäume auch inzwischen mehr als tot. Und insofern ist es wirklich ein freudiges Erlebnis für uns, wenn wir mit Ihnen zusammen, mit Ihren Kindern zusammen heute hier Bäume pflanzen können, wieder was auf Beginn schalten und nicht nur über Bestattung nachdenken müssen. Die Herren, die hier drumherum sind, die begleiten das seit 2015 mit und sorgen dafür, dass die ganze Organisation drumherum läuft, dass die Bäume da sind. Die Bäume dieses Mal wurden von vielen Mann gesponsert, die heute in die Erde kommen. Also auch nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Eberhard, das hattest du organisiert. Und wir haben sogar einen Vertreter von vielen Mann da. Das ist ganz prima. Dankeschön. Wenn es Ihnen gefällt und Sie haben heute Spaß, dann bitte ich Sie ganz herzlich, tragen Sie es weiter, sagen Sie es in Ihren Familien weiter. Wir wünschen uns, dass der Generationenwald auch noch in den nächsten Jahren wächst. Herr Koth und seine Kollegen haben Flächen zur Verfügung gestellt, die noch in Weichen reichen. Oder sie setzen ein zweites oder drittes Kind an und kommen mit dem auch noch mal wieder. Auch da freuen wir uns sehr drüber, wenn der Landkreis wächst. Ich wünsche Ihnen heute einen schönen Vormittag hier. Es ist außerdem organisiert, dass es Mittagessen und Trinken gibt. Doch dann ging es los. Mit den richtigen Gerätschaften wie Spaten, Haken und Gießkanne zog man los und ging an die Arbeit.